Wir sind im Jahr 2012. Ich möchte daran erinnern, 1972 hat es zum ersten Mal eine Wachstumsdiskussion gegeben mit dem Buch, mit der Untersuchung von Dennis Meadows und seinen Kollegen Grenzen des Wachstums. Damals ist das Team heftigen Ohrfeigen ausgesetzt worden. Grenzen des Wachstums, das konnte man sich 1972 noch überhaupt nicht vorstellen. Damals herrschte auch die Überzeugung vor, dass der technische Fortschritt, dass Effizienzverbesserungen etc. etc. das Problem ganz sicher lösen. Heute stellen wir fest, erste Grenzen des Wachstums scheinen sichtbar zu werden. Ich finde es durchaus bemerkenswert, wenn Herr Röttgen, Vorsitzender der NRW, CDU-Bundesumweltminister, auf einer Veranstaltung, nämlich zum Neujahrsempfang der CDU in Nordrhein-Westfalen, sagt, wir machen Ökoschulden, wie wir Finanzschulden machen. Wir leben von der Substanz. Dauerhaftes Wachstum kann es in Deutschland nur geben mit einer nachhaltigen, naturschonenden, ressourceneffizienten Ökonomie. Man könnte also meinen, das Thema ist durchaus im Mainstream angekommen. Wir stellen aber auch Grenzen der Verschuldung fest, wie wir seit Jahren eigentlich in jeden Nachrichten hören. Wachstum ist in Deutschland seit mindestens zwei Generationen permanent vorhanden. Wir sind also sozusagen sozialisiert mit Wachstum. Jedes Jahr wird es ein bisschen mehr. Der Politik erlaubt es oder hat es lange Zeit erlaubt, jedes Jahr ein bisschen mehr zu verteilen. Vielleicht stehen wir mittlerweile da vor einem Paradigmenwechsel. Also all dies Dinge, über die wir mit unseren Experten gleich auf dem Podium reden wollen.